Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Aufnahme der Chroniken eines Dorfes. Wir sind wieder in Hundsgrab und ich nehme mal wieder auf. Ja, das sagte ich ja eben schon, nicht wahr, Haras? Du sitzt da oben, gefällt dir das da? Ja, wir sind wieder in Hundsgrab und, natürlich sind wir da. Wo sollen wir auch sonst sein? Wenn wir nicht gerade mal auf Reisen sind, befinden wir uns ja immer in Hundsgrab. Hat's da eben geklopft? Ah, das war das, Lied. Und ich merke gerade, dass der Ton, Moment mal ganz kurz, hier sehr, sehr laut ist. Moment, das dauert jetzt einen kleinen Moment länger, da müsst ihr euch jetzt mal kurz gedulden. Das muss ich ja hier runterdrehen, genau, so ist richtig. Sonst hätten wir jetzt die ganze Folge über ganz, ganz laute Musik gehabt und das wollt ihr mit Sicherheit nicht. Ich hätte vielleicht vorher die Einstellung mal optimieren müssen, aber es ist jetzt eine sehr spontane Aufnahme, nicht wahr, TikTok? Denn ich habe momentan echt total wenig Zeit, komischerweise. Hallo, ja, das machen wir bald. Ich habe momentan echt wenig Zeit zum Aufnehmen und das nervt mich auch so ein bisschen. Und hier ist ein Loch im Boden und die beiden sind hier immer noch lustig am hin und her rennen. Passt auf, ich baue erstmal noch ein bisschen Erde ab. Das müssen wir sowieso machen, denn da hinten der Dreckberg muss weg, um Raum zu schaffen für neues Bauland sozusagen, für neue Hundsgrab. Damit das da hinten so ein bisschen entstehen kann, der neue Bereich der Stadt, was ja dann so Hafenbereich und halt, wie ich schon sagte, neue Hundsgrab werden soll. Und diese beiden sind total irre. Die rennen hier immer rein und raus und da werden wir auch gleich mal was machen. Das geht ja so nicht weiter, Leute. Ich fange jetzt erstmal an, ganz einfach Erde abzubauen, da kann ich ein bisschen bei erzählen. Meine Stimme ist so zu 80% jetzt wieder genesen. Das hat echt lang gedauert mit der Heiserkeit. Heiser, heiser. Aber jetzt ist, glaube ich, wieder gut. Und ja, ich kann jetzt mal wieder normal aufnehmen. Das war echt nervig. Ja, ich begrüße natürlich erstmal alle Leute, die neu dazugekommen sind. Jetzt, ne, sind ja wieder ein paar dazugekommen. Wir kommen jetzt immer recht regelmäßig so. Langsam tröppeln sie in meiner Abo-Box, das freut mich total. Und natürlich ganz, ganz herzlich begrüße ich die Leute, die immer so fleißig kommentieren und schon länger dabei sind und die Folgen tatsächlich echt täglich gucken. Und das muss ich jetzt nochmal sagen, das freut mich echt riesig, dass ihr so gerne diese Folgen von Hundsgrab hier guckt. Also dieses Let's Play sozusagen. Und da auch immer fleißig Kommentare schreibt, weil Kommentare sind eigentlich das, was einem am meisten zeigt, dass die Videos gern gesehen werden. Okay. Also vielen, vielen Dank an die Leute nochmal, ne? Ganz speziell. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen eine Apotheke bauen, also ein Haus des Medikus, um dann eventuell Leute zu heilen oder uns selbst zu heilen, um da die ganzen Fläschchen, die wir in Twilight Dingsbums Kirchens gefunden haben, aufzubewahren. Und deshalb brauchen wir hier viel neues Land. Der Hafenbereich soll endlich mal entstehen, damit wir da so ein bisschen so eine Grundlage haben, wo wir sehen, ja, das ist schwer zu beschreiben. Nicht wahr, Kuh? Du Kuh? Ich grab dir mal den Boden unter den Füßen weg. Ja, so leicht geht das. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier vorankommen in Hundsgrab. Ein bisschen bautechnisch. Also wird es wieder ein paar Baufolgen geben. Vielleicht auch mal wieder einen Zeitsprung. Ach so, und ganz wichtig, Matrix-Schlange. An deren Matrix-Schlange. Wir müssen ja bald mal hier, ne, die Sache mit dem anderen Ort in Angriff nehmen. Das heißt, du musst langsam mal deinen Bürgermeisterposten antreten. Das liegt an mir, hatte ich ja glaube ich, in der letzten Aufnahme schon mal erwähnt, weil ich das noch nicht mit dem Server gemacht habe. Aber in dieser Woche, die ja noch ganz jung ist, jungfreudig sozusagen, da wird, werden wir das mal angehen, ne? Da werden wir das mal angehen und diese, dann werde ich das, die Map hier mal auf den Server packen und dann kannst du auch lustig da hinten bauen. Ganz hinten, da, ganz hinten, weiten hinten, im Westen. Tief im Westen, wo die Sonne versinkt. Oder wo die Sonne verstaubt, ist besser als man glaubt. Wie war das nochmal von dem Grönemeyer? Und diese Kuh, die will uns hier ein bisschen dran hindern, dass wir hier die Erde abtragen. Ich weiß gar nicht warum, was sie hat. Ich bin gerade so euphorisch hier mit dem Schaufeln, dass ich überall Löcher in den Boden haue. Das wollen wir natürlich auch nicht. Achso, und in der Mine soll noch irgendwo Sprengpulver sein. Wurde mir geschrieben.
Sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir da mal hingehen. Und, ja, wieder eine Schaufel hin. Also diese beiden arbeiten wir jetzt erstmal ab. Ja, was gibt es Neues in Hundsgrab? Nicht viel. Die Bürger sind außer Rand und Band. Das hat die gute Julia Tring geschrieben. Und sind sehr aktiv. Das ist mir auch aufgefallen. Besonders diese beiden Onkels da unten beim Hafenbereich, also was mal Hafenbereich werden soll. Die sind da doch schon sehr am Durchdrehen, ne? Also springen da ewig hin und her. Boah. Jetzt müssen wir ganz kurz wieder zur Dreckkiste da hinten. Die dürfte auch bald voll sein. Vielleicht müssen wir da nochmal eine anbauen. Ach ja, Elsa, Mensch. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Wenn nicht, bauen wir da einfach noch ein bisschen an. Dann haben wir nochmal so viel Platz. Das geht schon in Ordnung, denke ich mal. Und hier dieses Korn, ne? Wir haben nur 9 Wolle, aber, Moment, wir haben eine Schere dabei, die natürlich hier auf der falschen Position liegt. Da gehört normal die Spitzaxt. Das sagt der Panda-Papst immer. Das finde ich auch ganz witzig. Spitzaxt. Weil ich ja immer Axt und, ne, Spitzhacke verwechsle. Der macht das einfach, sagt Spitzaxt und die Sache ist geritzt. Mäh. Tim, lass das Schwein in Ruhe. Harry. Ja, ein Schweinesattel, ne? Ja, das Handeln wollte ich eigentlich ein bisschen unterlassen. Ihr seht aber, ich halte mich an meine eigenen Grundsätze natürlich wieder so gut wie gar nicht. Also eigentlich überhaupt gar nicht. Der Hafenbereich, ja. Der soll relativ groß werden. Zack. Haben wir jetzt schon 16? 14. Dann schwimmen wir jetzt mal zu dem Schaft da hinten rüber. Ah ne, hier ist was nachgewachsen. An Wolle. Dann werden wir auch die ganze Wolle mal los, ne? Die verstopft ja schon ziemlich unser Inventar. Apropos, apropos. Inventar, verstopfen und so. Ich habe diesen Backpack-Mod, den hatte ich bei Malkondo gesehen und fand den eigentlich total klasse. Und den habe ich mal installiert. Wir haben auch noch keinen Rucksack dabei. Ach, 14 wollte sie nur, verdammt. Naja, nehmen wir hier mal, ne? Smaragdo. Ja, das ist schön. Und jetzt werden sie wahrscheinlich wieder Blitze über dem Kopf haben. Ah, nee, da nicht. Da denkt sich natürlich auch nichts Neues aus, weil wir ja. Ja, weil wir ja, weil wir ja. Und hier unten kommt noch irgendwo eine Fischerhütte hin. Und vielleicht sollten wir echt mal so ein paar Kühe schlachten und uns da so einen Rucksack raus machen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber dafür möchte ich mir erstmal ein anderes Schwert machen, weil das ist fast hinüber. Oder ach komm, egal. Was soll's. Da nehmen wir das alte Schwert nochmal für ein paar Kühe. Ist zwar ein Diamantschwert, aber wir können das ja auch reparieren. Müssen wir nur aufpassen jetzt. Wie viel brauche ich denn da? Wie viel Leder? Ja, meckert nicht. Na, es ist nun mal so. Immer mit einem Auge gucke ich jetzt immer. Na du, bist du eine Laufkuh? Und um Gottes Willen nicht die Bürger schlagen. Da haben wir auch nochmal Leder. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ah, auch nochmal Leder. So viel haben wir denn jetzt. Wir haben jetzt 9 Leder. Das müsste auf jeden Fall reichen. Und ein paar Steaks. Und da können wir uns nämlich jetzt so einen lustigen Rucksack raus. Geh mal beiseite. Geh doch mal. Einen lustigen Rucksack rausbauen. Ich hätte natürlich auch die Kühe hier oben umbringen können, weil die sind ja Wildkühe sozusagen. Dann würde es hier auch mal ein bisschen leerer werden. Ach Quatsch, was mache ich denn? Okay, das geht nämlich einfach so. Man macht das hier einmal im Kreise. So, und dann kriegt man hier so einen lustigen Rucksack. Und wenn man da dann draufklickt, also ne, wenn ich jetzt hier mit rechts, glaube ich, draufklicke, dann habe ich hier nochmal so ein Backpack und dann kann ich alles Mögliche reinmüllen einfach. Und habe da mein Inventar ein bisschen leerer. Joa, dann mülle ich das doch einfach alles mal hier rein. So, zack, und jetzt haben wir wieder ganz viel Platz. Und oh, verdammt, es ist dunkel geworden. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Die Erde nehmen wir natürlich noch mit. Schnell zum Armenhaus ist, glaube ich, der kürzeste, der schnellste Weg, um hier irgendwie in die Haya Popaya zu kommen. Leute. Sonst kommen noch wieder die Monster und dann gibt's auch wieder Ärger. Guten Abend, alle schön im Haus. Okay, wir schlafen.
Hui, ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel Monster auf die Welt gekommen sind. Ja, geht mal beiseite. Nee, ich glaube, es hält sich in Grenzen. Ich glaube, wir waren noch einigermaßen rechtzeitig. Die Blumen, die Möhrenbeete, da müssen wir nochmal erweitern. Ach, das sind ja Möhren, stimmt ja, da müssten wir ja. Okay, ihr seht, mein Inventar ist jetzt schön aufgeräumt. Wir haben viel Platz, um Erde zu schaufeln. Ja, und hier hinten, ihr seht schon, die Fläche ist schon echt arg groß, die wir jetzt hier geschaffen haben. Das machen wir jetzt hier auch weiter. Natürlich. Buddeln uns jetzt hier einmal durch. Und dann graben wir da vorne den kleinen Hügel weg. Das machen wir jetzt immer nach und nach. Dann werden wir mal in die Mine gehen, denn ich will Steine holen. Boah, das müssen wir alles weggraben hier noch. Bis hierhin. Hui, das ist aber eine ganze Menge. Ja, aber sprengen lohnt sich bei zwei Blöcken nicht. Da sprengen wir dann ein tiefes Loch. Das muss alles weg. Bist du denn verrückt geblieben? Ja, Freunde, damit ich jetzt nicht die ganze Folge Erde schaufle, werde ich mich jetzt hier nochmal durchgraben, bis die Schaufel weg ist. Und dann werde ich erstmal in die Mine gehen und dann werden wir mit dem Hafen einfach mal anfangen. Würde ich sagen. Damit das nicht zu langweilig für euch wird. Ja, das kommt auch noch weg hier. Da müssen wir die Hacke nehmen. Und ja. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Das kommt jetzt hier noch weg. So, die paar Steine. Okay. Und dann können wir das gleich noch mit Erde auffüllen. Dann haben wir hier ein bisschen Raum geschaffen. Das andere mache ich vielleicht dann doch beim Zeitsprung mal sehen. Denn wir haben ja diesen Luxus, ne? Diesen Zeitsprung-Luxus. Und dann sollten wir den vielleicht auch nutzen. Leider habe ich den im richtigen Leben nicht, den Zeitsprung-Luxus. Dann würde ich das viel öfter machen. Einfach mal, wenn es gerade die Zeit nicht so angenehm ist, einen kleinen Zeitsprung machen, ein bisschen in die Zukunft. Und dann mal schauen, ob es besser ist. Und wenn es besser ist, dann bleibt man halt in der Zeit. Es wäre schon cool, ne? Wenn man das könnte. Tja, wäre es. Wäre es, wäre es. So, zack. Die Brocken nehmen wir auch noch mit. Und sortiert das jetzt eigentlich immer gleich in das richtige Inventar im Rucksack? Oder wie ist das? Die Fläche muss ja auch noch weg. Und da sollten wir dann vielleicht demnächst mal irgendwie eine normale Spitzhacke vernehmen. Aber es hatte ich ja irgendwann. Oh, ist die Musik laut. Hatte ich ja schon mal angesprochen. Wäre Quatsch, wenn wir die nicht benutzen, ne? Wenn wir die haben, aber nicht benutzen. Weil Diamanten werden wir bestimmt irgendwann nochmal wieder finden. Neue. Oder wir machen es über den Handel. Da kriegt man ja auch teilweise Diamantsachen. Naja, das kriegen wir schon hin. Und ich weiß gar nicht, in der Mine müssten wir eigentlich noch Pflasterstein haben. Weil wir brauchen ja für die Hafenmauern auch teilweise Pflasterstein. Teilweise aber auch den normalen Stein. Ja. Brauchen wir beides, ne? Weil ich möchte das schon so ein bisschen speziell machen. Und ich werde euch dann gleich mal zeigen, wie ich das ungefähr vorhabe. So, jetzt werden wir auch wieder ein bisschen Erde los, ne? Und wir haben jetzt ja unglaublich viel Erde. Wir haben ja einmal diesen kleinen Drecktempel, hat irgendwer mal geschrieben. Und wir haben auch noch da hinten die Kiste bei der Kuhinsel. Also im Grunde zweimal Dreck am Stecken. So, hier der Hafenbereich. Der muss jetzt bald mal gemacht werden. Und bald bedeutet jetzt. Und ich renne mal zur guten alten Hammerson-Mine. Und ich habe so viele Baustellen, ne? Momentan gibt es echt mehrere Sachen, die echt noch gemacht werden müssen. Aber naja, so ist das halt bei Minecraft. Hier nehmen wir uns mal ein bisschen was von mit. Die Stufen nehmen wir uns mit. Von Yennen. Und diese. Bisschen mal hier effektiv arbeiten. Was haben wir hier eigentlich noch überall drin, ne? Ach, unten in der Mine wurde mir, glaube ich, gesagt. Da wäre noch eventuell Sprengpulver. Ja, da gucken wir gleich mal. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Passt auf, hier ist, glaube ich, Grubenwerkzeug. Genau, da packen wir jetzt mal hier die Diamantspitzhacke rein. Oder? Und machen uns eben mal eine neue. Ja, das Eisen habe ich natürlich jetzt hier im Rucksack. Wie war das jetzt nochmal? So klicken, genau. Dann kann ich das Eisen hier rausnehmen. Und auch die Sticks. Alles klar, das ist eigentlich ganz praktisch, oder?
mit dem Rucksack. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet. Oder ob er sagt, oh, das ist voll das Gescheite. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Ich finde es eigentlich nicht, dass jetzt sehr gescheitert wäre. Ein neues Schwert. Das Schwert und die Spitzhacke. Gut, aber haben wir hier noch eine Kiste? Nee, die waren, glaube ich, ganz unten. Da latschen wir jetzt mal ganz zum Grunde der Erde. Ja, ganz hier runter. Ist ja noch früh, das heißt, wir können ruhig in die Mine ohne jetzt... Boah, guck mal, geil, ne? Ah, und hier haben wir ja... Wie ist denn das? Ist da unter dann Lava? Ja, schon, ne? Hier haben wir ja Obsidian. Wenn wir das jetzt abbauen, fällt das aber in die Lava. Das wäre ziemlich dumm. Guck mal, was wir hier für eine Halle haben. Und wir haben hier eine Kiste. Und da ist auch noch Eisen drin, ein bisschen. Und ein paar Eimer, aber kein Sprengpulver. Nee, nee, Freunde. Da ist nichts. Und hier ganz hinten hatten wir ja mal die Diamanten gefunden, wisst ihr noch? Hier ganz hinten war das irgendwo. Hier so. Ich weiß gar nicht, sind wir da hier lang gegangen? Hier haben wir dann überall so Räume gebuddelt. Und haben hier Diamanten gefunden. Ich glaube hier ganz hinten. Und dann hurra, hurra. Und wir könnten ja eigentlich mal hier so einen Quergang buddeln, so ein bisschen. Und bei der Gelegenheit einfach nochmal ein paar... Machen wir die 3 hoch, den Quergang. Ist vielleicht besser, ne? Zumindest ab hier, dann so 3 hoch. Ein bisschen Bergmannsarbeit verrichten einfach. Und wir können ja die hier die Pflastersteine sehr gut gebrauchen. Sollten wir natürlich überall auch Fackeln anbringen, ab und zu mal. Damit ihr was seht und damit auch keine Monster uns hier behelligen. Und ich buddel mich jetzt einfach mal hier in die Richtung. Viele sagen ja, ja, das ist ja hier so Script Mining. Ist es auch irgendwo, ne? Weil wir machen ja... wir sind jetzt hier auf der Ebene 11. Sehe ich hier, könnt ihr auch sehen, selber sehen, wenn ihr hier auf die Karte drauf guckt. Und hier haben wir ganz viel Kohle gefunden, cool. Und da sind ja Redstone, Diamanten, Lapis Lazuli und diese ganzen schönen Sachen sind ja hier recht häufig. Und wenn ich jetzt halt nur auf dieser Ebene buddele, ist das schon natürlich ein bisschen Script Mining. Aber die Bergleute haben das ja auch im Grunde nicht anders gemacht. Die haben ja im Grunde das Script Mining erfunden. Die sind nämlich auch nicht an der Oberfläche rumgekrochen, wo sie genau wussten, da ist nichts zu holen, da sind keine Erze, da ist nichts. Sondern die haben ja auch ja, im Grunde da gebuddelt, wo sie dachten oder wo sie aus ihrer Erfahrung her wussten, dass da was auch was zu finden ist, ne? So ist das ja nun mal. So ist das nun mal. Macht man ja auch so. Also machen wir im Grunde nichts anderes, als die Bergleute früher auch gemacht haben. Und dann ist es ja auch wieder gut, oder? Ja. Jetzt habe ich das schön vor mich selber gerechtfertigt. Und bin jetzt auch... Und ich höre einen Zombie. Was uns sagt, dass hier in der Nähe auch wieder eine Höhle ist. Ja. Eine Höhle. Eine Höhle ist... Oh, verflucht. Lava, Lava, Lava. Und hier öffnet sich eine Höhle, okay. Und hier haben wir ordentlich Lava, in die wir natürlich möglichst nicht reinfallen wollen, da wir kein Löschwasser dabei haben. Ah, hier ist noch ein bisschen Kohle. Die graben wir gleich mal ein bisschen weiter aus, weil ihr wisst ja, da wo so eine Höhle ist, also ne, wo Lava ist, findet man noch oft besagte Edelsteine, die sehr selten und sehr kostbar sind. Und da ist, glaube ich, gerade ein Skelett entweder in die Lava gefallen oder ja, oder in die Lava gefallen. Ich finde das eigentlich ganz schön, locker, cool, dass wir hier die Moment, ich gehe mal in die Knie, um hier nicht reinzufallen. Das geht hier noch ein bisschen weiter, okay. Da machen wir jetzt mal hier. Holen wir uns jetzt mal lang. Jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, ne? Ich wollte ja eigentlich den Hafen bauen. Da brauchen wir eine Menge von diesen Pflasterstein für. Deshalb bin ich jetzt hier ein bisschen am Pflasterstein abbauen. Ja, das rechtfertigt das natürlich schon wieder. Das schon wieder, dass wir das machen.
Aber eigentlich wollte ich ja den Hafen bauen, genau. Und ich wollte ja auch eigentlich irgendwann diese Apotheke bauen. Und eigentlich wollte ich den ganzen Erdhaufen mehr wegbuddeln. Aber naja, so ist das halt. Man nimmt sich irgendwas vor und dann lässt man sich ganz schnell wieder ablenken und macht etwas völlig anderes. Ja. Jetzt habe ich mal ein paar Sekunden nichts gesagt. Wie findet man das? Nicht so toll, ne? Okay, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann, wenn die Spitzhacke kaputt ist, dann. Oh, da planschen noch irgendwelche Zombies. Ich will da mal rüber gucken. Ja, oh, da hinten ist. Oh, da hinten ist Redstone. Redstone ist immer schon mal nicht schlecht. Und ein ganz guter Garant eigentlich dafür, dass da eventuell noch mehr sein kann. Ich buddel mich also doch noch ein kleines bisschen weiter. Ich weiß, Redstone sind keine Diamanten. Aber, ob jetzt ist sie hin. Okay. Ja, da könnten wir dann vielleicht nochmal weitermachen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. War ja nun mal so eine Idee. Okay, hier hätten wir die Kohle gefunden. Und ich glaube, oben wird es gerade wieder dunkel, was ziemlich dämlich ist. Ach, jetzt wird das dunkel oben. Naja, dann können wir nicht hochgehen, Leute. Eben eine Spinne gehört. Mal lieber das Schwert in die Hand nehmen. Ja, wird halt eine Minenfolge, ne? Sollte es eigentlich nicht. Aber ist es jetzt irgendwie doch geworden? Auch nicht schlecht. Passt auf, dann switchen wir einfach mal um. Wir haben auch keine Betten. Vielleicht sollten wir echt mal so einen Raum machen für die Bergarbeiter, einfach hier unten, dass wenn sie wenig Zeit haben, ans Tageslicht zu kommen, dass sie dann einfach. Warte mal, was haben wir denn im Rucksack? Wie war das jetzt nochmal? So, ne? Einfach den Rucksack anwählen und dann. Ah ja. Wir haben auch 3 Wolle. Das ist ja cool. Und 4 davon. Dann können wir uns einfach ein Bett bauen. Ja, das machen wir jetzt mal. Dann können wir auch wieder ins Tageslicht gehen. Dann können wir da tatsächlich jetzt endlich mal ein bisschen weitermachen. Und müssen jetzt nicht noch länger hier unten rumvegetieren. Das will ich euch auch nicht zumuten, ne? So bin ich ja nicht. Da stimmen wir mal hier hin. Zack. Dann pennen wir erstmal eine Runde.